Torfsubstrate werden in der Pflanzenproduktion verwendet. Man hat verschiedene Substratkomponenten und Torf ist ein sehr wichtiger Bestandteil für diese Komponenten. Er hat sehr viele pflanzenbauliche Vorteile. Also ist der strukturstabil, hat ein gutes Wasserhaltevermögen und Torf ist auch relativ günstig und in gleichen Qualitäten verfügbar. Das Problem ist eben, dass Torf eigentlich eine fossile Ressource ist. Der Torfabbau ist in der Schweiz verboten und deswegen sind die Bestrebungen da, dass die Branche einerseits und auch die Behörden den Torfverbrauch reduzieren wollen oder planen eigentlich den vollständigen Torfausstieg. Das Substratforum ist eine Tagung, wo wir eigentlich den aktuellen Stand aufnehmen, wie weit sind wir in der Schweiz und in den anliegenden europäischen Ländern auf diesem Weg zur Torfreduktion oder zum Torfausstieg. Wir hatten vor 2 Jahren schon das erste Substratforum und jetzt 2021 machen wir das zweite Forum und wir schauen, was ist in diesen 2 Jahren passiert, wie groß sind die Fortschritte, wo stehen wir heute. Das Forum richtet sich an alle pflanzenbaulich interessierten Kreise oder Leute, die in der Pflanzenproduktion irgendwie involviert sind. Das kann der Handel sein, das können die Produzenten sein, das können Branchenverbände sein, das können auch Behördenvertreter sein, das können Forschungsanstalten sein. Ja, verschiedenste Leute eigentlich. Ich denke, es ist eine sehr gute Gelegenheit für Networking. Es ist nach langer Zeit wieder eine Tagung, die nicht online stattfindet, sondern wirklich vor Ort und die Leute können sich treffen und miteinander kommunizieren und eben Erfahrungen austauschen.